herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land und ich habe ein Problem. Hallo? Oh, Jürgen, ich habe irgendwie ein Problem. Was denn? Keine Ahnung. Lenkung zieht nach links, aber extrem. Kann nicht mehr nach rechts, also, weiß auch nicht. Ich lenke nach rechts und es geht nach links. Verstehst du? Okay. Aber ich weiß. Nee, geht nicht. In deinem Drescher gerade. Mein Drescher? Jo. Kann nur noch. Hey, ich kann nur noch nach links lenken. Aber nicht so gut. Nee, komm mal vorbei hier. Muss mal gucken. Ja, dann komm mal vorbei. Ich kann das Feld nicht nur auf links ernten. Ich komm mal vorbei. Ja, danke. Tschüss. Wieder. Ach so, dein Glas- und Düngestreuer ist übrigens fertig, ne? Der Glas hat auch noch einen TÜV. Ah, das ist gut. Okay. Der ist nämlich abgelaufen. Ja, schick's mal die Rechnung, ne? Jo. Gut, danke. Jo, tschüssi. Tschö. So, dann rufe ich noch meinen Händler an. Ja, bitte. Ah, so, hier bin ich wieder. Volker Warunner hier. Grüß dich. Ja, ich habe gerade ein Problem. Ich habe vom dem Racex habe ich den Drescher und der lenkt nur noch nach links. Das ist ganz komisch. Der hat kein Recht. Doch, jetzt geht's wieder. Hä? Nee, lenkt immer noch nur nach links. Sehr mehr. Ach nö, hey. Du kannst ja halt kein Feld ernten. PKW, darum ging es ja. Das günstigste wäre ein Pickup 1978. Was kostet der? Ja, der würde inklusive Steuern und alles drum dran, so wie er kommt von Berg in Weiß, 36.000 kosten. Och, diese Lenkung, ey. Wie soll ich denn da ernten? Entschuldigung, ich bin viel zu sehr abgelenkt. Das geht hier gar nicht. Fahr ich mal nur geradeaus. 36, was? 36 glatt? Ja. 36 glatt wäre in Silber. Gibt es da noch was anderes? Was für eine Farbe hätten Sie denn gerne? Nee, nicht die Farbe, Fahrzeugen. Achso, Fahrzeugen. Einen neueren Pickup. Baujahr 2014. Wenn das was wäre? Sonst noch was? Ein VW T5. Und das war's. Oder ein MAN TGE als Sprinter mit Pritsche. Mit Pritsche, da kann ich da auch irgendwas draufladen? Dann also, müssten Sie Paletten und so was draufladen können. Das wäre praktisch, weil ich habe ja auch ein Ding, Palettenproduktion und so. Was kostet der? Den wird sogar mit Auffahrrampen geben. Oh, das ist ja ein Unterschied. Und rundum leuchten. Okay, was ohne Auffahrrampen mit rundum leuchten? Moment. Würde auf 43.300 kommen. Ja, das ist ja in Ordnung. Farbe? Welche Farbe hätten Sie denn gerne? John Deere Grün. John Deere Grün? Ja. Die Farbe zusätzlich würde... Jetzt geht es schon wieder nicht, ey. Dann wären wir bei 44.500. 44,5? Ja. Gut. Bestellen Sie die. Felgen geht da auch was? Moment. Ne, Felgen geht nicht, aber Motorausführung könnte man noch was machen. Was geht da? Eine höhere Klasse. Hat da.
und 75 PS mehr. Wären wir aber bei 49,3. 49,3. Wie viel hat er dann? 177 PS. Ja, das hört sich doch gut an. Damit kann man arbeiten. Okay, dann würde ich den so bestellen. Ja, okay. Gut, danke mal. Danke. Tschüss. So, Jürgen. Oh. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ey, der zieht immer nach links. Mal gucken. Ich vermute, es ist irgendein Softwarefehler. Und? Hat einen Softwarefehler. Das dauert aber was, bis der ausgelesen ist. Stunde. Stunde. Stunde bis zwei wird das dauern. Ja, dann fahre ich erstmal fertig hier und dann kannst du ihn ja mitnehmen. Ja. Ist dann nicht mehr viel. Okay. So. Gut. Danke mal. Wartest du? Jo, ich warte. Okay. Ach, war ja an. Geht das denn? Ja, läuft. Gut. Kann halt nur nach links lenken. Manchmal geht's auch nach rechts. Hm. Jetzt geht's wieder. Ich muss den immer durchchecken. Guck, jetzt geht. Achtung! Siehst du? Hm. Ah, der hat einen Softwarefehler drin. Na, Dreck, ey. Technik, ey. Ja, ja. Dauert was, bis ich ihn ausgelesen hab. Hm. Derzeit kann ich ihn aber wenigstens schon mal warten. Das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, ha? Ja, Schneidwerk ist nicht mehr ganz gut. Achtung! Jetzt hat er wieder. Ja, ja. Jetzt geht's wieder. Ah. Hallo? Ah, hallo, Herr Drissler. Ach, so. Den Herr Wauno brauche ich. Ja, ja, Moment, passen Sie auf, ich sitze auf einem kaputten Drescher. Passen Sie auf. Was denn, wollen Sie einsteigen kurz? Dann halte ich an. Ja, es geht eigentlich nur um die Kohle. Bräuchte ich auch mal welche? Ne, die habe ich gerade abgeholt bei Ihnen. Wo sind Sie denn jetzt hin verschwunden? Ja, wo sind denn die denn jetzt lang gelaufen? Hallo? Hallo? Gleich mal weiter. Ja, danke. Kohle haben sie abgeholt. Ja, ach, oh, jetzt hängt er nur noch rechts. Sauerei. Ja. Der Drescher lenkt nur noch nach links, das ist komisch. Ja, sollte mal zum TÜV. Ja, deshalb der Jürgen nimmt ihn gleich mit. Sie haben abgeholt wie viel? 8 Paletten. Ja. Das wären. Moment, ich züge mal gerade meinen Taschenrechner. 16 mal 1, 7 gleich mal 1, 2. Ups. Ach ne, 16, 8 haben sie gesagt, gell? Haben sie ja abgeholt. 8 mal 1,7 mal 1,2 gleich 6.900. Okay, und 2.300 müssen Sie noch an Steuern zahlen. Ja, das überweise ich separat. Nicht, dass es da in der genau, Buchhaltung... Genau, ja, ich hab's gerade überwiesen. Wie viel kriegen Sie noch? Ich krieg noch 2.300. Moment, dann weise ich die auch gleich an, dann haben wir das. Dann ist das nämlich komplett. 2,3. Ja. Gut, genau. Ist raus. Haben Sie vielleicht zufällig gesehen, ob da noch Paletten rumstehen? Nee, habe ich jetzt nicht geschaut. Ich hatte aber eine neue Plattform hingestellt. Okay, ja, dann gucke ich nachher und mach die voll. Jo. Gut, dann, Dankeschön. Jo. Tschüss. Servus. Hey, Volker. Jo, was los? Ran hier. Ich komm.
Das ist aber das Rohr auf der falschen Seite. Ja, ja. Ach, ich mach den die Ecke hier unten. Ja, fahr einfach. Das reicht ja noch, oder? Ja, ja, da passt noch was rein. Denkt er wieder nur noch links, ey. Hallo, Hilfe. Mach mein Mais, mein Mond nicht kaputt. Was genau mit die Macht? Mit dem Drescher? Ja. Keine Ahnung, was da passiert ist. Du. Wir teilen uns den ja quasi, den Drescher. Ah. Legst du was dazu zu den Reparaturkosten? Zu den Ersatzteilen? Pass auf, sonst zahlst du eher die Reparatur von meinem Johnny hier. War nur ein Meter Platz. Da war kaum noch ein Meter Platz, ey. Ja, können wir uns überlegen, ob wir das machen. Was willst du für den eigentlich noch haben? Du wolltest dir einen neuen holen. Keine Ahnung, muss ich gucken, was der hier noch bringt. Jo. Ich meine, ich habe mir ja für... Warte, lass mich kurz vorfahren. Wechsel ich die Spur. Schon runter. Oh, der hat hier sogar noch mal. Jürgen! Jo. Der Anhänger ist ja gut. Ja, ja, der ist extra dafür. Da hast du extra noch so ein Anhängerdingens für ein ganzes Schneidwerk noch extra drin. Ja. Ich fahre auch gerade die. Achtung! Warum denn? Oh. Weiter. Aha. Aha. Mhm. Aha. Doch. Aha. Extra für den Dreschertransport. Da bin ich aber ein bisschen impressed, ne? Ja. Kann mal gucken, ob der leer geworden ist. Ja. Passt. Achso, warte. Wird jetzt halt spannend, wenn der nur nach links lenkt, dann rechts auf den Anhänger zu fahren, ne? Komm mal hoch, hoffentlich fahre ich mich nicht fest. Passt so? Ah, vor. Passt so oder nicht? Jo, da passt. Ach, du bist ein Einweiser hier. Der ist noch aufgeklappt, ne? Warte mal. Oh, jetzt. Schwester fahren. Ah, da passt noch. Ich glaube, ich muss den gleich rausziehen. Gut, Volker. Muss los, tschüss. Warte mal. Ja, häng ab hinten, komm. Kannst du mir mal. Ja. Warte, ich guck mal grad, was ich für den Drescher bezahlt hab. Ach, fauler Strick, ey.
Aber für den Drescher an sich 200.000. Wie viel? 300.000. 300 willst du noch? Jo, bis jetzt. Okay. Ja, ich warte noch einen Monat. Viel tut sich aber nicht mehr. Ja, okay. Nee, ich guck mal, ich habe halt gerade, so viel habe ich nicht. Weil der 100. neue Drescher, der kostet 500.000. Ja, 100.000 werde ich jetzt die Tage mal zusammen haben. Aber ich habe ja auch noch 600.000 Kredit. Ich würde wohl das Schneidwerk behalten, weil das ist Universalschneidwerk, da passt auf den anderen auch drauf. Okay. Aber den Drescher kannst du für 300.000 haben. Oh, ich guck mal, ich behalte es im Kopf. Jo. Gut, danke erstmal, gell? Tschüssi, warte, ich häng dir noch einen Anhänger an. Jo. Oh, noch ein Stück, gut. So. Oh, da kommt einer. Oh, lass ihn kommen. Kann er lenken. Gut, bis dann mal, ne? Tschüss. Tschüssi. Ah, warte, ich koppel noch an. Vor ein bisschen, gut. Ist dran. Gut, tschüssi. Tschö. So, dann gehe ich den Mohn, war das Mohn? Ja, Mohn. Gehe ich den mal noch verkaufen. Warte mal, das ist doch da vorne der Dings da. Diesel. Yo, du. Hast du gedüngt? Nee, ich wollte jetzt eben zum Racex hoch. Mein Auto ist total schaden. Oh. Bringt nur noch 35.000. Hm. Da wollte ich eben noch ein paar Privatsachen aus dem Auto holen und dann wollte ich gucken lassen vom Jürgen, ob da Pflegereifen drauf können. Ah, okay. Aber Pflege, hast du keine Werkstatt am Hof? Nein. Ah. Pflegebereifung darfst du, Reifen wechseln darfst du nicht selber. Ja, ich habe keine Reifen dafür am Hof, das ist das. Ach so, okay. Gut. Ciao. Ciao mal. Ciao. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Drescher am Arsch. Mal gucken, ob er den repariert bekommt. Hoffentlich bis zur nächsten Ernte. Oh, er muss auch ernten, sehe ich gerade hier. Schauen wir mal. Bis morgen. Tschüss. Ha 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 ha.